Ja, liebe Freunde, willkommen zurück. Nächster Part in Belgien und heute wieder mal Liga und Pokal am Programm. Das heißt jetzt natürlich in der Liga für uns wie immer möglichst viele Punkte zu holen, um einfach jetzt dieses obere Playoff sicherzustellen und ja, uns auch für eine gute, in eine gute Ausgangssituation zu bringen für ja, später für die internationalen Plätze, beziehungsweise theoretisch natürlich auch noch für den Kampf um die Meisterschaft. Dazu haben wir dann noch den Pokal gegen Saint-Gilloise. Da werden wir mal schauen, wie weit wir kommen. Ist für mich jetzt nicht super wichtig. Da sind die beiden anderen Wettbewerbe auf jeden Fall wichtiger. Aber natürlich wollen wir da auch schauen, dass wir so weit wie möglich kommen. Gut, wir haben uns ja momentan geeinigt wegen dem Wechsel von Tristan Lontins um 500.000. Das ist ein junges belgisches Talent. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin mir echt ein bisschen unsicher. Also ich finde, dass das so als Innenverteidiger Nummer 3 statt 4 statt C. Pedro zum Beispiel, finde ich ihn jetzt nicht schlecht. Die Frage ist, er hat das Potenzial zu einem soliden Spieler in der Liga, er kostet nicht viel. Im Endeffekt riskiere ich jetzt nicht viel, wenn ich es mache, aber ganz ehrlich, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da trotzdem noch was Besseres kriegen. Ich mache das jetzt rückgängig. Es sind zwar nur 500.000 und jetzt auch nicht sonderlich viel Gehalt, aber ich glaube, dass wir da einfach sinnvollere Transfers machen können. Da muss ich jetzt mal vernünftig sein, weil sonst bin ich ja immer so einer, der ja, sehr viele Spieler hortet. Und ja, da muss ich den Philipp in mir ein bisschen zurückhalten. So, hier haben wir jetzt einen interessanten belgischen Nugent, den wir uns scouten können. Da sind wir halt gleich bei ganz anderen, in ganz anderen Sphären, was den Preis angeht. Aber anschauen können wir uns den auf jeden Fall mal. Also wir haben jetzt das Duell gegen Saint-Tridense. Keine Ahnung, spricht man sicherlich ganz anders aus. Auf jeden Fall einen Club hier, sehen wir es, auf Platz 11. Das heißt, die sind jetzt zwar schon relativ gut weg vom letzten Platz, aber wenn man natürlich da unten reinrutscht in das Abstiegsplayoff, kann es ja gegen Ende trotzdem noch eng werden. Das heißt, die werden natürlich alles tun, um, Sauf geht, neuer Trainer bei Valencia, um möglichst viele Punkte da unten zu machen. Und danach haben wir gegen Saint-Gilloise eben das Pokalspiel, das auch sicher interessant wird. Kann ich noch nicht richtig einschätzen, wie das wird, aber wir lassen es mal auf uns zukommen. Bei C. Pedro werde ich jetzt mal schauen, ob man den... Ja, der ist kürzlich bei uns unterschrieben, das ist ja voll nervig. So ein Transfer, der vor unserer Ankunft eben schon ja, durchgezogen wurde, den hätte ich jetzt ganz gerne angeboten für die Winterpause. Machen wir später, aber dann glaube ich trotzdem noch. Ja, wie spielen wir jetzt? Im Endeffekt schauen wir einfach mal, wer fit genug ist. Wir sehen eben rechts hinten Carstensen ist leicht müde. Da könnte man zum Beispiel gut Sosa spielen lassen. Hätte ich jetzt kein Problem damit, weil Sosa, finde ich, eher ein ganz solider Backup ist. Aber auch hier muss man sagen, das wäre durchaus eine Position, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität reinbringen könnten. Und Tenerife ist an Sosa interessiert. Können wir mal kurz schauen, ob die bereit wären, ein Angebot abzugeben. Tatsächlich 1,1. Dann würde ich mal sagen, sollen sie das machen. Aber ich glaube eben als Backup können wir entweder einen stärkeren bekommen oder einfach einen jüngeren Spieler. Da müssen wir dann halt schauen. Gut, vorne Sekiri leicht müde. Da könnte man theoretisch auch ein bisschen wechseln. War ja im Zentrum, möchte ich glaube ich schon was machen. Masengo würde ich jetzt mal statt Moriba spielen lassen, weil Box-to-Box sicherlich die anstrengendste der drei Rollen hier ist. Und theoretisch könnte man einfach mal Visconti statt Sekiri vorne spielen lassen. Der braucht eh die Einsatzzeit. Belgische Liga schreibt ihr ja eh immer wieder in den Kommentaren. Ist natürlich eine super Liga, um junge Talente aufzubauen und dementsprechend sollten wir das halt auch wirklich machen. Gut, was Kommentare angeht übrigens, habt ihr unter anderem geschrieben, dass ihr auch damit einverstanden wärt, dass wir noch einen zusätzlichen Innenverteidiger holen, um mehr Qualität in der Innenverteidigung zu haben. Da kam die Idee, einen Großgewachsenen zu holen, weil McKenzie und Cuesta beide jetzt nicht die Größten sind oder zumindest von der Sprunghöhe her nicht die Besten. Und noch einen starken offensiven Flügel zu holen. Auch die Idee kam gut an, weil wir ja doch eigentlich mit vier Talenten oder mit drei Talenten und Marcos Paulo spielen. Das heißt, da könnte man sicher mehr Qualität holen und eben den ein oder anderen verleihen. Das werden wir machen auch, denke ich, damit wir auch unser Transferbudget dann sinnvoll nutzen. So, ja, drüber. Also mit nur Talenten möchte ich eben einfach auch nicht arbeiten. Also Touré oder Bonsuba wären dann Kandidaten für Laien. Und ich glaube, einen von den beiden, also beide würde ich jetzt nicht verleihen, vor allem weil es eben so aussieht, als würden wir auch international überwintern. Auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wir noch wahnsinnig viele Runden spielen werden. Irgendwann werden wir schon rausfliegen.
aus der Conference League, aber mit ein bisschen Losglück kann es halt schon noch so zwei Runden gehen. De Cresson, Visconti, Pettino. Entschuldigung, wollte ich schreien. Siebte Minute, der war wunderbar. Schöner Treffer. Da geht's gut los. Massengo hatte da seine Füßchen im Spiel. Hat da super nachgesetzt, De Cresson auf Visconti, der hier ablegt und sich den Assist holt. Und ja, der war auf jeden Fall auch haltbar, würde ich mal sagen. Oder zumindest nicht unhaltbar. Dominik Reimann hier im Tor. Ja, sieht da nicht so ganz hundertprozentig sicher aus. Aber ich habe leicht reden hier von meinem gemütlichen Sessel aus. So, Arteaga mit dem mit der Grätsche. Ganz vergessen, dass Adelgard nicht spielt. Den haben wir auf der Bank, oder? Ja. Ja, passt eh. Wenn es ohne ihn auch funktioniert, dann können wir den im Pokal spielen lassen. Im Pokal Saint-Gilloire sicherlich der stärkere Gegner als heute die hier. So, Touré kriegt ihn, schlecht verteidigt und dann aber der Abschluss ins Außennetz. Das könnte Touré in der Situation sicher besser machen. Der hat einen Abschlusswert von 16. Krass eigentlich. Das wäre, glaube ich, trotzdem einer, den ich verleihen würde. Ich glaube, dem würde es richtig gut tun, wenn er viel spielt. Pettino. Und Reimann geht auf Nummer sicher und da ist Mark McKenzie, unser Innenverteidiger. 29. Minute, das 2:0 ausgezeichnet. Sehr, sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Das heißt, da traue ich mich jetzt, dass wir in der Pause vielleicht dann gleich mal wechseln, um dann hier noch ein bisschen frischen Wind zu bringen. Böwing links außen. Das ist aber nicht William Böwing, oder? Von Sturm. Bin ich mal sehr gespannt. Thiago Touré, Massengo. Massengo mit dem super Antritt. Boah, das hat er gut gemacht. Reimann aber auch mit einer ganz starken Parade. Also der war nicht einfach. Den habe ich auf jeden Fall schon drin gesehen. 34. die Ecke mit dem Kopfball drüber. Tatsächlich William Böwing. Nein, den tue ich gleich auf die Auswahlliste. Spieler, den ich eigentlich ganz gerne mag. So richtig ist ihm der Knoten noch nicht geplatzt bei Sturm, aber Euro-Willi haben sie ihn genannt, weil er immer in der Euroleague getroffen hat. Unter anderem wichtiger Doppelpack war das, glaube ich, gegen Lazio Rom damals zum Unentschieden. Ah, ihr macht das großartig weiter so. Gibt es nichts zu kritisieren? Bei der Müdigkeit müssen wir jetzt natürlich schauen. Bonsubar links außen. Jean-Jacques und... Das ist halt jetzt blöd, ich habe keinen richtigen Sechser. Ich könnte Cuesta theoretisch auf die 6 packen. Könnte man eigentlich machen, ja. Weil der ist ja zum Glück eh so spielstark, dass er eigentlich auch auf dieser tiefer Sechserrolle sehr, sehr gut passt. Damit haben wir jetzt zwar schon dreimal gewechselt, aber da wir englische Woche haben, ist es glaube ich schon recht wichtig, dass wir das jetzt machen. Gut, da eben, dass zwei Stammspieler wie Sekiri und Adelgard nicht spielen heute, dann sind die auf jeden Fall relativ fit. Und Saint-Gilloire wird ja, schätze ich mal, jetzt auch in der Liga spielen. Das heißt, in dem Fall werden die jetzt nicht wirklich einen Vorteil gegenüber uns haben, was die Fitness angeht. Ich hoffe, dass wir aufgrund unserer Qualität im Kader vielleicht sogar besser rotieren können als sie. Dass wir dann von diesen englischen Wochen sogar profitieren. Oh, Arteaga auf Bonsubar. Der wollte ja mehr Einsatzzeit. Und hier gleich mal ein netter Antritt. Fuß wird geblockt. Somit hat er die Ecke für uns rausgeholt. Die tritt Arteaga. Carstensen. Mondi. Da Cuesta hat da nicht wirklich viele Anspielstationen, aber er macht das am Ball richtig gut und der Pass auf De Cresson war auf jeden Fall eine gute Idee. Ein bisschen zu weit geraten, beziehungsweise hat De Cresson, glaube ich, da auch nicht ganz damit gerechnet. Timing war auch nicht perfekt. Schade. Visconti lässt sich gut fallen, verteilt den Ball gut. Generell sehr kontrolliert alles, also mir gefällt die Taktik momentan wahnsinnig gut. Visconti! Tatsächlich spiele ich ja jetzt im Schalke-Safe auch eine ähnliche Variante. Also ich gehe jetzt auch auf ein 4-3-3 mit einem tiefen Sechser, weil ich finde, dass das eine ganz coole Alternative zum 4-2-3-1 ist und ich erhoffe mir gerade bei Schalke jetzt ein bisschen defensive Stabilität, weil es dort im Moment zwar so läuft, dass wir, glaube ich, am fünftmeisten Tore erzielt haben, aber auch tatsächlich am meisten Tore kassiert haben in der ganzen Liga.
Und dementsprechend möchte ich da eben auch ansetzen. Angeloire spielt übrigens nicht, was ich da gerade so sehe. Vielleicht haben sie schon gespielt im Takt davor oder spielen noch im Takt danach. So, Ecke und an die Latte. Ich mache jetzt Folgendes: Ich bringe den Sosa rechts hinten für den Carstensen. Und dann schauen wir noch, weil dann haben wir im Endeffekt mit Adelgard, Moriba, Paolo und Sekiri vier Stammkräfte, die dann noch auf der Bank sitzen. Die möchte ich eigentlich, wenn es geht, schonen. Aber wir sehen gerade Arteaga 6,4 und müde. Schauen wir mal, der ist jetzt richtig K.O. Aber ganz ehrlich, stell den einfach auf Außenverteidiger verteidigen, dann soll der hinten bleiben. Das ist etwas weniger anstrengend und defensiv stabiler. So, die Cresson. Ah, okay. 78. schon. Ich lobe die Jungs mal. So, Ecke Freistoß Sosa und Cuesta, aber wieder Reimann. Das hat er jetzt wieder richtig gut gemacht. Sosa und wieder Reimann. Also, diese anfängliche Unsicherheit, die hat er gut abgeschüttelt. Ganz, ganz starke Partie. Mondi, 3-0. Da trifft der großgewachsene Innenverteidiger, der sich ja jetzt schon langsam so ein bisschen in Richtung Stammelf spielt, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem glaube ich, dass wir dann noch mehr Qualität kriegen, aber ich finde ihn schon ganz cool. Vielleicht sollten wir auch wirklich einfach auf Mondi setzen, ganz ehrlich. Können wir uns überlegen. Die Cresson Jean-Jacques drüber. So, ja. Denk, wir werden da nicht mehr wechseln. Wir bleiben bei den vier Wechseln, muss man ja nicht immer ausschöpfen. Die Cresson auf Visconti, der ihn wieder gut annimmt mit dem Rücken zum Tor quasi. Mit dem Rücken zum Tor stimmt, der ist halt 40 Meter entfernt. So. Ja, Sieg und gute Leistung. Viel mehr brauche ich da gar nicht anmerken. Das ist richtig gut gemacht. Und wir sehen, Saint-Gillois hat 16 Spiele. Keine Ahnung, wann die jetzt spielen oder wie das jetzt ist. Das ist so eine zerfahrene Liga irgendwie. Ganz schräg. Kompanie. Ah, Belgien-Trainer. Der beobachtet ein paar Jungs hier. Moko, 17-jähriger Newgen. Oh lala. Gefällt mir auf die Auswahlliste. So. Dann Teneriffa mit dem Angebot. Er hat kein Interesse dahin zu gehen. Teilgenommen Weiterverkauf 1,1 plus 10%. Schauen wir mal. Also wenn er jetzt keine Lust hat hinzugehen, ist es jetzt auch kein Problem. Können wir immer noch loswerden oder anbieten dann im Winter. Gut. So, Philipp Rönning Jörgensen von Odds BK wird nicht so wirklich empfohlen. Noah Katterbach, Eduardo Quaresma, Pereira. Da arbeiten sie gerade anscheinend die Auswahlliste durch, was eh ganz gut passt, dass wir da mal ein bisschen aufräumen können. Locek mittlerweile bei Cagliari und hat auch da um Freigabe gebeten. Also bei Locek scheint's. Ach so, der ist an Cagliari verliehen, um Freigabe gebeten hat er natürlich bei Sampdoria. Da scheint's auch nie so, nirgends so hundertprozentig zu funktionieren. Locek wäre ja durchaus etwas für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Wir brauchen ja einen Flügelspieler mit Stammspielerqualität. So. Fabrizio Caligara wurde gerade auf die Transferliste gesetzt. Sehr netter ZM, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gruev, sehr starker Sechser natürlich. Brauchen wir jetzt aber auch nicht unbedingt. Viele Zuseher beim Crocky Cup erwartet. Ich finde den Namen so geil. Irgendjemand hat dir schon geschrieben, was Crocky ist. Ist das eine Chipsmarke? Irgendwie sowas, glaube ich. So. Ein interessantes belgisches Torhüter-Talent eigentlich, der Piklak. Wie schaut es bei Mirisola aus? 15 Einsätze, 5 Tore, der scheint sich auch ganz gut zu machen beim AC Ajaccio. Generell die Laien zu Ajaccio scheinen ganz gut zu funktionieren. Brian Heinen, stimmt, der kommt ja auch noch zurück. Können wir den versuchen anzubieten? Dass er zu den Young Boys geht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Belgien Spieler des Jahres im Ausland. Ich gehe einfach mal auf die Durchschnittsnoten. De Ketelaere, dann nehmen wir Bakayoko bei Chelsea und wir nehmen De Bruyne bei Al-Nassr, ganz ehrlich, einfach weil er dorthin gewechselt ist, mache ich es nicht. Courtois, bestätigen. So. Bin kein großer Saudi-Arabien-Fan, werde ich wohl auch nie werden. Goldener Schuh für den besten Spieler in Belgien.
Okay, gehen wir da auch noch. Sincari tatsächlich auf Platz 1 bei den Noten. Den nehmen wir dann natürlich gleich. Ich gehe auch hier fairerweise nach den Noten. Dann nehmen wir noch den Olsen. Skov Olsen, deswegen finde ich ihn nicht so. Boah, muss ich da überall abstimmen. Talent des Jahres. Das ist eindeutig Bulut. Damit haben wir zumindest einen ehemaligen Schalke-Spieler. Also von unserem Schalke Safe. Torhüter. Okay. Alle nicht so überragend. Nehmen da jetzt einfach irgendwas. Ist mir ehrlich gesagt egal. So, Spieler der Saison November. Baldursson. Den haben wir auf der Auswahlliste. Können wir entfernen, weil der hat nur mehr eine Note von 3. Und Spieler des Monats Miloš Luković bei Everton's U21. Das ist ja auch krass eigentlich. Vielleicht kann man den irgendwie leihen oder so bis zum Ende des Jahres, wäre auch cool. Irgendwie noch richtig Qualität an Qualität zulegen, dass wir uns schön souverän für Europa qualifizieren, wäre halt cool. Unantastbar, was die Jobsicherheit angeht, unantastbar bei den Fans, das ist schön. Damit können wir ja schauen, wo wir hinwechseln könnten. Boah, Premier League Tottenham wäre frei. Die Eintracht wäre frei, aber Deutschland ist für mich dann eigentlich in dem Safe eher kein Thema. Rapid. Aberdeen. Naja, passt schon. Im Moment bin ich in Belgien so glücklich. Ich möchte mir jetzt da jetzt, also wenn es so passt, dann würde ich schauen, dass wir da jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr noch erfolgreich sind und dann vielleicht wieder den nächsten Schritt wagen. Aber schauen wir mal. Steht dann Longo vor einem Wechsel zu Osasuna? Den habe ich gerade erst geholt. Vierter in der Liga. Wie haben wir gezahlt? 2,8. Dan Longo. Ich habe ihn gerade mit Masengo verwechselt. Visconti hat sich spürbar verbessert. Der profitiert von den Einsätzen in der ersten Mannschaft. Sehr schön. Gut. Da haben wir dann das schöne Conference League Duell gegen die Hibs aus Edinburgh. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir heute im Pokal McRory spielen lassen. Carstensen müssen wir mit Sosa tauschen, dafür kann links Adelgard spielen. Moriba wird Box-to-Box spielen. Paulo wird links außen spielen. Sekiri wird vorne spielen. So können wir quasi wieder reinrotieren, die starken Jungs. Und den Rest lasse ich jetzt, glaube ich, mal. Wir können dann eh wechseln. Nicht zu viel rotieren. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt im Pokal läuft. Im Crocky Cup. Da sehen wir die Gegner. Oh Gott. Weiß nicht ehrlich gesagt, ob ich da jetzt jemanden kenne. Aber Saint-Gillois hat ja grundsätzlich keine schlechte Mannschaft, zumindest in echt. Weiß jetzt nicht, wie gut sie in dem Safe wirklich sind. Ich glaube schon, dass wir leichte Favoriten sind hier. Gerade aufgrund der Form natürlich auch in der Liga. Aber im Pokal ist halt immer anders. Paulo, oh, schade, ein bisschen zu weit für Sekiri, de Cresson. Da ist Sekiri und der ist drin. Der passt siebte Minute, ja. Was? Abseits. Aber richtig schöne Flanke von de Cresson und Sekiri hat den noch schön platziert. Schade. So, de Cresson, links raus auf Marcos Paulo. Da tankt er sich jetzt hier gut durch und boah, Sosa müsste da in den Kopfball gehen, tut er aber nicht. Ganz souverän von McRory im Tor. Schottischer Nationaltorhüter, den wir da auf der Bank sitzen haben. Zumindest ist er in der Nationalmannschaft immer wieder mal. Muss man eh schauen, dass er hin und wieder mal spielt, dass er seinen Platz auch nicht verliert. Würde ich schade finden. Von McAllister. Es ist wieder Sosa, der nicht ins Kopfballduell geht. Junge, echt. Lässt sich da jedes Mal überraschen vom Gegenspieler hier. Madagaskar, sehr geil. So, Adelgard. Bettino auf Marcos Paulo. Dann Longo auf Sosa. De Cresson. Cuesta
Patino. Boah, der läuft super und es ist wieder abseits. Also es wird jetzt gecheckt, aber nee, zählt wieder nicht. Weites Abseitstor von Sekiri. Damit haben wir noch immer keinen einzigen Torschuss abgegeben, obwohl wir schon zwei Tore erzielt haben. Super, wie Patino den hier blockt. Es ist schon ein umkämpftes Spiel, das sieht man durchaus. Also, die sind gefährlich, die können schon kicken, das merkt man schon. Da wäre jetzt die Anwahl. Ich habe gerade weggeklickt, das wäre nicht ganz gut gewesen. Egal. Rasmussen mit der Ecke, McCrory geht raus, faustet ihn gut weg. Paolo hat ihn. Das hat er richtig gut gemacht. Ihm fehlt ja die Spielpraxis, aber an sich ist er ein guter Torhüter. Drei Länderspiele schon gemacht, sehr cool. So, jetzt Moriba. De Cresson in der Situation, das sowas nervt mich, dass er da einfach stehen bleibt und nicht nachgeht. Jetzt in dem Fall nichts passiert, wir sind auch wieder formiert, also Konter ist zumindest mal beendet. Aber trotzdem ärgerlich. So. Cuesta. Sosa bleibt. Was Sosa? Patino, wichtige Balleroberung. Sekiri kriegt den Ball in den Lauf gespielt. Das wäre jetzt mal kein Absatz gewesen, ärgerlich. McAllister mit der Flanke. Was hat denn Sosa für eine Sprunghöhe? Ja, Sprunghöhe 8. Aber er versucht es ja nicht mal, das muss man ja auch anmerken. Natürlich ist das nicht einfach, aber ich werde den in der Pause in der Kabine lassen. Und da es ein Auswärtsspiel ist, werden wir einfach schauen, dass wir ihn dort vergessen. Wir werden einfach sagen, ja klar, kannst du noch aufs WC gehen und dann fahren wir mit dem Bus schnell heim. Hoffen, dass es niemandem auffällt. Na wirklich, ärgert mich so der Typ gerade. Adelgard klärt hier in der Situation, anstatt ihn einfach cool rauszulassen. Ein Problem für McRory. So, schwierig. So, wir sollen eine Show abliefern. Carstensen rein und ja, in der. Da würde ich jetzt einfach mal schauen, dass wir De Cresson rausnehmen. 6-5, Bonzo Bar. Oder ich würde eher sagen, dass wir in dem Fall Touré da spielen lassen. Als Flügelspieler. Nachdem De Cresson durchgespielt hat in der letzten Partie, ist er ein bisschen müde. Foul an Paolo. So krass, Sekiri hat eine 6,4. Obwohl er ein zweite Tore gemacht hat. Aber gut, wenn man natürlich nicht optimal startet, dann kann man natürlich auch ein bisschen was ankreiden hier in diesen Situationen. Dafür jetzt vielleicht mal die Konterchance. Sekiri muss da jetzt ins Dribbling gehen. Ja, muss verzögern. Schon krass die Statistik eigentlich. 7:1 Schüsse, weil natürlich die Abseits-Szenen, die abgepfiffenen, nicht der Schussstatistik, in die Schussstatistik zählen. Der Tino, das war super, der Ball gespielt. Gut aufgepasst. McKenzie. Touré rechts außen. Flügelspieler. Sieht man schon, macht das Spiel breit, versucht die anderen mit Flanken zu füttern und das hätte schon beinahe funktioniert. Marcos Paolo per Kopf. Kein schlechter Versuch. Roar McCrory, Handprellung, aha. Aber es scheint weiterzugehen bei ihm. Dafür wird Patino jetzt müde. Da werden wir dann in Kürze wechseln. Den erwarte ich jetzt noch ab. Boah, da haben wir Glück gehabt. Aus Spitzenwinkel zieht er ab. Und der hätte beinahe gepasst. Mesengo kommt jetzt rein. So, Marcos Paolo legt ab. Dann Longo versucht es einfach mal. Moriba. Und was war das für eine Parade? Also der war jetzt zwar nicht super platziert, weil sonst wäre er drin gewesen, aber
so fest. Der hat da echt gerade noch irgendwie die Hände nach oben bekommen. Und das hat sicher wehgetan. Ah ja, die Jungs werden müde. Ich hoffe echt, dass wir das jetzt irgendwie noch in der regulären Spielzeit entscheiden können. Dem es jetzt offensiv ein bisschen besser läuft. Wieder eine super Parade. Touré. Cuesta. Carstens nimmt ihn gut mit. Wieder eine gute Parade. Das gibt's ja nicht. Ein richtiger Pokalfight hier. Ecke. Moriba. Rasmussen gegen Cuesta. Und Cuesta macht das richtig cool. So, jetzt sind die Jungs komplett müde. Jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter wechseln. Wir haben nur noch zwei, das ist das Problem. Marcos Polo wäre eine Idee, dass wir den rausnehmen. Jean-Jacques könnte man gut auf die 6 bringen. Ja, ich werde die zwei Wechsel machen, denke ich. Wobei, rückgängig, falsch. Jean-Jacques. Ich glaube, ich warte mit dem letzten Wechsel noch. Ich bringe sonst mal Bonzo Bar vorne. Das könnte man auch machen. Ich lasse ihn aber invers spielen. Weil sonst machen wir beide Flügel, also mit beiden Flügelspielern und nur einer Solospitze, sind mir die Abstände dann da vorne zu groß. Jetzt haben wir es von der Statistik her auch schon deutlich besser gestaltet. Scheint jetzt einfach ein bisschen ein Glücksspiel zu werden. Wir müssen tatsächlich in die Verlängerung. Das ist jetzt natürlich nicht optimal in einer englischen Woche, vor allem nächste Woche wieder englische Woche. Da müssen wir dann echt schauen, dass wir vom Training her ein bisschen was anpassen und dass diese Belastung gut steuern. Das Positive ist, wir haben zwei Wechsel jetzt noch, dadurch diese Verlängerung noch einer dazugekommen ist. Fekiri mit einer 6,1 und müde. Den werden wir dann jetzt wohl rausnehmen in Kürze. Es ist halt nur die Frage, falls es zum Elfmeterschießen kommt, wäre Sekiri halt schon recht wichtig. Wobei, der hat nur einen 12er Wert, gar nicht so krass eigentlich. Ich bringe mal Jean-Jacques auf die 6. Damit haben wir ein halbwegs fittes zentrales Mittelfeld. Touré, Carstensen. Ah, Touré, nimm doch deinen Freund hier mit. Moriba macht das gut, Sekiri. Nochmal die Chance. Bonzo Bar auf Adelgard. Massengo mit der Flanke. Und da ist Moriba, 95. Endlich zählt das Ding. Wir gehen in Führung. Schade, dass es nicht noch vor Ende der regulären Spielzeit geklappt hat, dass wir überhaupt jetzt in die Verlängerung mussten. Aber super, dass es jetzt geklappt hat. Massengo mit der Flanke und Moriba läuft sich super frei. Guter Laufweg, guter Ball. Guter Kopfball. Oh, Carstensen. Cuesta. Bring jetzt für Sekiri dann Visconti. Ja, wir haben eh nur noch einen Wechsel. Jetzt wollte ich nur sicherheitshalber nachschauen, nicht, dass wir noch zwei haben. Dann haben wir noch einen frischen Stürmer, der kann dann vorne vielleicht für ein bisschen Entlastung sorgen, weil diese Entlastungsangriffe, die sind jetzt natürlich wichtig. Ich schätze mal, dass die jetzt sehr offensiv werden und man da dann immer wieder für Entlastung sorgen kann, ist schon wichtig. Adelgard. Touré auf Cuesta. Carstensen. Bonzo Barberkopf, aber der Torhüter lässt sich hier nicht überheben. Ups, Visconti. Touré. Kopfball Bonzo Bar drüber. Also warten wir vielleicht noch. Genau, jetzt ist abgepfiffen. Also, ich würde sagen, wir werden geduldig spielen. Wir werden ein bisschen Zeitspiel machen. Im Umschaltspiel, sage ich mal, der Torwart soll das Spiel verzögern. Wir nehmen jetzt einfach ein bisschen das Tempo raus. Also Tempo raus stimmt eigentlich gar nicht. Wir lassen den Ball nach wie vor schnell zirkulieren. Aber gerade was solche Dinge angeht, passt das ganz gut. Im Endeffekt ist es, denke ich, auf jeden Fall verdient, dass wir hier führen. Ich hoffe, wir bringen es jetzt noch gut über die Zeit. Aber war bisher eine ordentliche Partie hier, 110 Minuten lang.
bisschen mehr Glück hätten wir schon früher entschieden, eben gerade auch diese Abseitssituationen. Touré hat Platz, legt nochmal ab und Bonsoir macht. Touré auf Bonsoir, gerade die beiden angezählten Flügelspieler. Angezählt stimmt nicht, aber allein würde ich die beiden ja gerne oder einen von den beiden. Schöne Aktion Carstensen, dadurch entsteht hier der Platz für Touré, weil der Außenverteidiger rauszieht und dann Bonsoir, der sich hier super in Richtung Zentrum orientiert und abschließt. Sehr schön. Adelgard mit dem Einwurf, bekommt ihn wieder. Die letzten Sekunden laufen Masengo. Touré nochmal mit der Chance. War aber abseits und jetzt müsste es das gleich gewesen sein. So ist es. Schön. Damit gewinnen wir hier 2-0. Das war im Endeffekt, auch wenn es nach Verlängerung war, souverän, würde ich mal sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt. Und damit sind wir wieder eine Pokalrunde weiter. Schöne Geschichte. Und ja, unser nächster Gegner. Wann spielen wir? Am 12. Januar. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Adelgard gut in Form. Gewonnene Zweikämpfe war er gut. Sehr schön. So, Training habe ich ja schon gesagt. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall ansetzen. Also hier zum Beispiel am nächsten Tag so viel Training reinpacken möchte ich nicht. Wir werden eine Spielanalyse machen. Wir werden dann machen wir Folgendes. Ich gebe ihn dann frei. Wir werden hier einmal noch ein Erholungstraining machen. Und dann bereiten wir uns aufs Spiel vor. Das passt, glaube ich, so ganz gut. Ist deutlich entspannter als sonst. Ja, ist, denke ich, ein bisschen besser so. Gut. Ah, schaut mal diese schöne Connection von den drei Jungs an. Das mag ich. Gefällt mir. Gut. Von der Zeit her sind wir eigentlich eh schon am Ende. Also würde ich sagen, lassen wir es jetzt gut sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Im nächsten Part das Duell gegen Westerlo und gegen die Hibs aus Edinburgh. Schöne Stadt. Interessanter Gegner, freue ich mich drauf. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.